Die Villinger 1888 Robusto. Eine etwas höherpreisige Zigarre aus dem Sortiment der Firma Villinger. Mal schauen, was die so drauf hat. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Zigarrenbalkon. Die heutige Zigarre ist die Villinger 1888 Robusto. Eine vollständig von Hand gefertigte Longfiller-Zigarre aus der Dominikanischen Republik. Die Länge liegt bei 123,8 mm und damit ist sie einen knappen halben Zentimeter kürzer als eine normale Standard-Robusto. Der Durchmesser liegt aber bei den normalen 19,84 mm und damit kommen wir auf das übliche 50er Ringmaß. Die Rauchdauer dürfte also wie gehabt so um eine Stunde herum liegen. Verkaufsformate sind 20er Kisten und in 3er Pappschachteln gibt es sie auch. Allerdings ist diesmal kein Tubo erhältlich. An Tabaken wird hier ein Deckblatt aus Ecuador serviert. Wir haben ein Umblatt aus Mexiko und die Einlage besteht aus einer Mischung aus der Dominikanischen Republik und aus Nicaragua. Die ganz genauen Sorten sind hier nicht weiter spezifiziert. Auch auf der Seite vom Hersteller findet man dazu keine näheren Angaben. Es wird aber lediglich gesagt, dass der Heinrich Villinger persönlich diese Zigarre mit kreiert hat. Doch werfen wir noch mal einen Blick auf das Deckblatt und von der Farbe her ist es ein schönes braunes Colorado. Passt sehr gut zu dieser hellroten und dunkelroten Banderole zusammen mit diesen goldenen Verzierungen. Von den Blattadern her ist es doch etwas deutlicher zu sehen. Auch die Nähte sind wirklich gut zu erkennen, aber ansonsten gibt es keinerlei Beschädigungen oder irgendwelche Verfärbungen. Also damit kann man durchaus zufrieden sein. Gucken wir uns mal den Kaltgeruch an. Das ist eine deutliche Ledernote. Aber auch Floraltöne sind mit dabei und im Hintergrund so eine ganz leichte Süße. Schneiden wir sie mal an und gucken, was der Zugwiderstand macht. Mhm. Einwandfrei, kein Problem. Vom Kaltzug her sehr, sehr dezent. Vielleicht ein bisschen holzig, vielleicht ein bisschen erdig. Zünden wir sie mal an und gucken, was die ersten Züge so bringen. So, schauen wir mal. Überraschend süßlich mit vielen floralen Tönen. Aber auch schon ganz schön erdig und ledrig. Ja, wir sehen uns gleich im ersten Drittel und reden mal ein klein bisschen über die Firma Villinger. Bis gleich. Nach dem ersten Drittel ist die Zigarre wunderbar cremig, schön weich, hat aber gleichzeitig auch einen relativ trockenen Abgang. So etwas Holziges, ein klein wenig Röstaromen, ein klein wenig Leder und ein klein wenig Nuss. Ja, was heißt das denn eigentlich, wenn man sagt, dass eine Zigarre cremig ist? Das zielt nicht so wirklich auf den Geschmack ab, sondern da geht es eher um das Mundgefühl von dem Rauch. Wenn der ja sehr, sehr weich ist und die Zunge und die Lippen umschmeichelt, dann sagt man, er ist sehr, sehr cremig. Und das Gegenteil davon ist halt, dass er sich ja relativ trocken und etwas harsch anfühlt. Es ist ziemlich selten, dass man das in einer Zigarre so gleichzeitig hat wie hier. Am Anfang cremig und im Abgang etwas trockener und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Kommen wir zur Geschichte der Firma Villinger. Alles beginnt im Jahr 1888 mit Jean Villinger, der in seinem eigenen Wohnhaus in Pfäffikon in der Schweiz seine erste Zigarrenmanufaktur gründet. Zum Glück mit der Genehmigung und der Unterstützung seiner Frau. Und jetzt wissen wir auch, warum die Serie hier 1888 heißt. Das geht einfach auf das Gründungsjahr der Firma zurück. 1907 bringt dann die besagte Ehefrau Luise Villinger ihre eigene Marke Villinger Kiel auf den Markt.
Das sind mehr Zigarillos, weniger Zigarren und haben diesen ganz typischen Gänsekiel vorne, also so ein kleines Plastikröhrchen, an dem man dann zieht. Und diese Marke gibt es sogar auch noch bis heute. 1910 kommt dann eine deutsche Tochtergesellschaft in Waldshut-Tingen dazu. Und 1918 übernehmen die beiden Söhne Hans und Max gemeinsam die Firma und bauen auch neue Werke in Deutschland auf. 1950 kommt dann der bekannte Heinrich Villinger in das Unternehmen. Das ist der Sohn von Max Villinger und bereits 1958 übernimmt er dann auch die gesamte Geschäftsführung. 1966 und 67 kommen dann noch mehr Familienmitglieder in die Firma herein, Kaspar und Monika Villinger. Und die Firma fängt auch überraschenderweise an, Fahrräder zu bauen. Es gibt tatsächlich eine Fahrradmarke Villinger. Wusste ich vorher auch noch nicht. 1983 werden dann alle Werke in Deutschland geschlossen und es steht ein neues Zentralwerk in Bünden. 1989 wird dann die Fifth Avenue gegründet, das bekannte Joint Venture mit den Kubanern und dient als Alleinimporteur von den Havannas in Deutschland, Österreich und später auch Polen. 1995 kommt dann die Intertabak dazu, die importiert dann die Havannas für Schweiz und für Liechtenstein. 2002 ist dann das Jahr, in dem Villinger wirklich international wird. Es werden nämlich Vertriebsgesellschaften in den USA und in Frankreich gegründet, um die Marke dort auch bekannt zu machen. 2013 kommt dann eine neue Fabrik in Brasilien hinzu und 2018 hat die Firma ihr 130-jähriges Jubiläum gefeiert. Ja, mal gucken, was da in Zukunft noch so passiert. Wir sehen uns erstmal gleich im zweiten Drittel mit der Preisanalyse. Bis gleich. Hier im zweiten Drittel hat diese Zigarre immer noch dieses cremig-trockene Wechselspiel und aromentechnisch sind wir auf einer sehr ledrig und nussigen Basis angekommen. Der Preis für die Zigarre beträgt 8,10 Euro und über ein Volumen von knapp 38,3 kommen wir auf einen Basispreis von 21 Cent. Wenn wir das mal innerhalb der Serie vergleichen, dann hätten wir die Corona für 20 Cent, die Minuto für 24 Cent, die kleinste Zigarre ist wieder die teuerste. Die Toro liegt bei 18 Cent und die Torpedo liegt ebenfalls bei 18 Cent. Und damit kommen wir auf einen Schnitt bei der 1888 auf 20 Cent. Die Robusto hier liegt also so im mittleren Bereich der Serie und fällt nicht wirklich aus der Reihe. Villinger selber hat ja ein ziemlich großes Portfolio auch an Zigarillos und relativ günstigen maschinengefertigten Zigarren. Die habe ich jetzt hier im Preisvergleich alle mal weggelassen und nur die wirklich handgefertigten Longfiller und auch die Mediumfiller mit aufgenommen. Wobei die kleineren Formate in den Serien auch häufiger mal maschinengefertigt sind, aber dann immerhin noch zumindest von Hand überrollt sind. Ich habe auch nur Zigarren, die direkt unter der Marke Villinger laufen, mit aufgenommen. Die Firma importiert ja auch noch diverse andere Marken, Vega Fina zum Beispiel, Corrida oder Bock, aber die habe ich jetzt hier alle rausgelassen. Zum Vergleichen habe ich mir jetzt nochmal die folgenden Serien rausgesucht. Da hätten wir die Dominican Selection, die liegt dann bei 9 Cent. Das sind aber auch alles Medium-Filler, deswegen sind die so günstig. Die 1492, die liegt bei 17 Cent. Die Sandoro Claro, die liegt dann etwas höher, schon bei 27 Cent. Und ein paar Limitadas gibt es bei Villinger natürlich auch, die liegen dann bei 33 Cent. Villinger kommt mit ihrem Gesamtportfolio von Longfiller und Medium-Filler-Zigarren auf 20 Cent. Ja, Villinger ist also keine wirklich teure Marke, die Preise sind eher im günstigen bis moderaten Bereich. Ja, ganz wenig teure Limitadas gibt es natürlich auch, die gehören wohl mittlerweile zum Pflichtprogramm, dass man sowas hat. Schauen wir uns noch mal ein paar Zigarren an, die im ähnlichen Preisbereich liegen. Da hätten wir zum Beispiel die La Aurora 107 Robusto, die liegt bei 19 Cent. Oder auch die Alec Bradley Prensado Robusto, die liegt bei 20 Cent. Und bei 20 Cent liegt dann auch die Asylum 13 Oblongata. Wir haben hier also schon sehr ordentliche Konkurrenz in diesem Preisbereich. Wir sehen uns im letzten Drittel, gucken nochmal, ob wir ein paar Ratings zu der Zigarre finden und dann komme ich zu meinem persönlichen Fazit. Bis gleich. Jetzt im letzten Drittel hat die Zigarre ihre Cremigkeit fast vollständig eingebüßt und ist definitiv auf der trockenen Seite gelandet. Von den Aromen her ist das Dominante immer noch das Leder und das Nuss. Vom Abbrand her war es prinzipiell kein Problem, von der Asche her auch nicht. Sie ist mir jetzt einmal ausgegangen nach dem zweiten Drittel. Da habe ich wohl etwas zu viel geredet und zu wenig geraucht.
Und das Deckblatt ist an der einen Seite ein klein wenig aufgeplatzt. Man sieht es jetzt nicht mehr wirklich. Ich bin schon über die Stelle drüber hinweg. Ein großes Problem ist es zum Glück nicht gewesen. Bei Cigar Aficionado bin ich auf der Suche nach der Zigarre tatsächlich fündig geworden, womit ich gar nicht gerechnet hatte. Anscheinend zeigt das internationale Marketing von Finninger durchaus seine Wirkung. Es gibt hier ein Rating zu der Zigarre vom 7.2.2017 und da hat sie 86 Punkte bekommen. Die ganze Serie liegt im Schnitt bei 87,2 Punkten bei insgesamt 7 Ratings und die Range geht dabei von nur 84 Punkten hoch bis auf 90 Punkte. Ja, von der Stärke her liegt sie so im mittleren Bereich, würde ich sagen. Ich fand sie eigentlich recht interessant, weil sie zunächst ja immer sehr, sehr cremig war und dann im Abgang doch etwas trocken. Das habe ich bisher noch bei keiner anderen Zigarre gehabt. Das hat mich dann doch ziemlich fasziniert. Vom Aroma her würde ich sie so, ja, vielleicht so wie eine milde oder sehr milde Via Zamorano beschreiben. Von der Komplexität her im Übergang vom ersten auf den zweiten Drittel hat sie mir sehr gut gefallen. Dafür hat sie dann vom zweiten auf das letzte Drittel relativ wenig an Veränderungen durchgemacht. Ja, vom Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich sie etwas zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde sie eher so bei 6 Euro sehen und nicht bei den 8 Euro. Für 8 Euro findet man halt schon deutlich interessantere Zigarren. Ja. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken und abonnieren und auf die Glocke drücken, dann verpasst ihr keine zukünftigen Videos von mir. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.